Immer wieder, wenn du eine bestimmte Bewegung mit dem Arm machst, kommt es zu einem einschießenden Schmerz vom Nacken bis in die Hand. Und wenn du dazu nochmal mit Kribbel und Schwächen zu tun hast, dann solltest du unbedingt dieses Video anschauen. Heute erfährst du ein bisschen mehr über das Thoracic Outlet Syndrom, was es ist, warum es diese Beschwerden verursacht und ja klar, was du dagegen machen kannst, um deine Beschwerden zu lindern. Wenn du Schmerzen hast, die von dem Nacken oder Schulter ausstrahlen in Richtung Arm und Hand und wenn diesen noch von Kribbel- und Taubheitsgefühle und Kraftverlust begleitet sind, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Beschwerden von einem Nerv kommen. Je nachdem, wo die Nerven gereizt werden, können unterschiedliche Symptome auftreten. Es können Schmerzen sein, Kraftverlust oder Sensibilitätsstörung wie Kribbel oder Taubheit. Ein Krankheitsbild, die genau diese Beschwerden verursacht, ist das Thoracic Outlet Syndrom. Das wird auch TOS genannt. Die Diagnose wird sehr selten gestellt und häufig haben die Patienten schon jahrelange Beschwerden, bis sie die richtige Therapie bekommen. Das Thoracic Outlet Syndrom bedeutet, dass die Nerven eine Reizung haben in ihren Ausgang von der Halswirbelsäule nach unten Richtung Arm. Und vor allem in dieser oberen Region, wenn man von Nerven spricht, muss man sich viel mehr eine Vernetzung vorstellen, als der Nerv als ein Einzelkabel, die von den Halswirbelsäule als Einzelkabel nach unten bis zum Hand hingeht. Diese Nervenwurzel, die verbinden sich und trennen sich wieder, um dann die letztendlichen peripheren Nerven zu bilden. Und diese Nerven müssen dann durch verschiedene Strukturen durchgehen. Je nachdem, wo diesen Durchtritt ist, können sich auch Engstellen bilden. Und diese Engstellen können noch enger werden, je nach deiner Haltung oder Körperbau. Wenn man von einem Thoracic Outlet Syndrom spricht, sind hauptsächlich drei Punkte bzw. drei Engpässe genannt. Der erste Engpass ist der Durchtritt durch den Musculus Scalenus Anterior und Scalenus Medium. Das sind zwei Nackenmuskeln, die von deiner Halswirbelsäule zu der ersten Rippe gehen. Diese Muskeln sorgen dafür, dass du den Kopf nach vorne bewegst, seitlich bewegst oder die helfen dir dabei, tief einzuatmen. Die zweite Engstelle ist zwischen der ersten Rippe und dein Schlüsselbein. Besonders bei Menschen, die Schlüsselbein gebrochen haben, kann es hier zu Beschwerden kommen. Und die letzte Engstelle ist unterhalb dem Musculus pectoralis minor. Diese Muskel geht von deinen Rippen zu dein Schulterblatt hin. Die Nerven müssen dann halt unterhalb von diesem Muskel durchgehen, um deinen Arm zu versorgen. Hier spielt vor allem deine Haltung und die Ausprägung dieser Muskel eine wesentliche Rolle. Die erste Therapie der Wahl bei einem TOS-Syndrom ist die konservative Therapie mittels Übungen. Das Ziel von dieser Übung sind, deine Haltung zu verbessern und dieser Engstelle ein bisschen mehr Platz zu geben. Und welche Übungen du dazu nutzen kannst, das zeige ich dir jetzt. Prinzipiell, was mit diesen Übungen erreicht werden sollte, ist eine Verbesserung deiner Haltung, beziehungsweise dass diese Engstelle nicht mehr so eng sind. Und das erreichst du, indem deine Schulterblätter etwas nach oben kommen und gleichzeitig nach unten. Um deine Schulterblätter hochzubringen, solltest du den Elevatus Scapulae und auch den Trapeziusmuskel trainieren. Dafür ist es super, wenn du kleine Gewichte nutzt. Als erstes bringst du ganz bewusst deine Schulterblätter zusammen nach hinten, halte diese Position und nun eröffnest du deine Schulter in 30 Grad ungefähr. Halte die Gewichte in deiner Hand fest und bringe jetzt die Schulterblätter nach oben Richtung Ohr. Oben angekommen, bleibe in dieser Position für ein paar Sekunden und lass sie dann
wieder nach unten runter. Und das wiederholst du jetzt 12 Mal. Idealerweise hast du ein Gewicht in der Hand von 0,5 Kilo bzw. 1 Kilo. Du solltest aber trainieren und wirklich bewusst trainieren, dass du deine Schulterblätter nicht nach vorne lässt, sondern angespannt nach hinten und mit 30 Grad Öffnung nach oben bringen. Oben kurz anhalten, um die Schulterblätter dann wieder nach unten lassen. Verliere nicht die 30 Grad Öffnung. Diese Übung solltest du dann 12 Mal wiederholen und davon 3 Serien. Für die nächste Übung wirst du nun ein Handtuch brauchen. Das rollst du jetzt ganz eng zusammen, damit du so eine Rolle formen kannst. Und jetzt wirst du diese Rolle längs zwischen deine Schulterblätter legen. Also, du legst sie auf den Rücken drauf. Dein Kopf sollte nun auf dem Boden bleiben und die Rolle zwischen deine Schulterblätter. Nun bringst du deine Hände in ungefähr 90 Grad und auch die Schulter in 90 Grad. Das erste, was du spüren solltest, ist eine leichte Dehnung vorne an dem Brustkorb. Bleibe in dieser Position und bei der Einatmung bringst du nun deine Hände nach oben über den Kopf. Und bei der Ausatmung die Arme wieder nach unten bringen. Einatmen, die Hände nach oben bewegen und gleichzeitig die Ellenbogen strecken. Bei der Ausatmung die Arme wieder nach unten bewegen, Ellenbogen bleiben auf dem Boden. Und diese Bewegung solltest du nun für 12 bis 15 Mal wiederholen, für jeweils 2 Serien. Die beiden Übungen, die wir gerade gemacht haben, sorgen dafür, dass deine Schulterblätter nach oben gebracht werden und den Zug auf den Nerven abnimmt. Und die nächste Übung hat einen Einfluss auf die zweite und die dritte Engstelle. Dafür solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Leg dich auf den Bauch. Deine Hände, die sollen jetzt halt auf dem Rücken überkreuzt werden und dort einfach ruhen. Als erstes bringst du bewusst die Schulterblätter zusammen nach hinten. Du hebst deinen Ellenbogen vom Boden. Als nächstes machst du ein Doppelkinn. Der Nacken wird gerade. Und jetzt in diese Position, das heißt Schulterblätter zusammenziehen, Doppelkinn vom Nacken, versuchst du den Rumpf, den oberen Partie vom Oberkörper, vom Boden hochzuheben. Bleibe in dieser Position für ungefähr 5 Sekunden. Und dann wieder ausatmen, nach unten kommen, alles loslassen. Schulterblätter zusammenziehen, Ellenbogen nach oben bewegen, Richtung Decke. Doppelkinn und den Oberkörper vom Boden heben. Halte die Schulterblätter wirklich weit nach hinten zusammen. Bleib in dieser Position für ungefähr 5 Sekunden. Damit stärkst du sowohl deine Rückenmuskulatur als auch den hinteren Nackenmuskel, um ausatmen und dann die Spannung wieder lösen. 2 Serien für 10 Wiederholungen reichen hier aus. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du mit einfachen Übungen deine Schmerzen reduzieren kannst und beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Bei dieser Übung geht es nun um die Dehnung der Escaleni-Muskulatur. Dafür sitzt du dich aufrecht hin, deine Rücken sind an der Lehne entspannt angelehnt und jetzt, wenn du die rechte Seite dehnen willst, nutzt du deine linke Hand, den Bereich von den Daumenballen und das wirst du jetzt platzieren zwischen den Schlüsselbeinen und die erste Rippe. Den Daumen ist Richtung Schlüsselbein nach außen gerichtet und mit der anderen Hand gibst du nur eine Unterstützung. Als erstes versuchst du nun, deinen Nacken zu strecken. Das heißt, bringst als erstes deinen Nacken nach hinten und drehst dann den Kopf zu der Seite, die du dehnen willst. In diesem Fall nach rechts. Nacken nach hinten und rechts. Und bei jeder Ausatmung wirst du nun deinen Daumen nach unten drücken
und den Nacken weiter nach hinten und rechts. Einatmen, Spannung leicht loslassen, den Kopf zur Gegenüberseite neigen, das heißt linker Ohr zur Schulter, dein Blickrichtung ist nach rechts, ausatmen, die Rippen nach unten bringen. Einatmen, Spannung leicht loslassen, bei der nächsten Ausatmung den Kopf weiter nach links neigen, nach rechts drehen und den Daumen nach unten bringen. Einatmen nach oben, nach links neigen, nach rechts drehen. 5 Atemzüge in diese Position. Langsam die Spannung loslassen. Und für das nächste machst du dann wieder den Daumen nach unten, Seitneige nach links und jetzt guckst du auch nach links. Bei jeder Ausatmung die erste Rippe wieder nach unten drücken. Du solltest eine Dehnung spüren, tief im Hals, von unterhalb von deinem Finger nach oben in diesen Bereich. Und ebenfalls hier für 5 Atemzüge. Also einatmen, Spannung loslassen, ausatmen, Kopf nach links neigen und gleichzeitig nach links schauen. Und bei dieser letzten Übung wollen wir jetzt die Pectoralis Minus, dein Brustkorbmuskel, dehnen, aber auch in eine Länge trainieren. Dafür brauchst du einfach so eine Ecke, wo du dich hinstellen kannst. Du solltest dich zu der Ecke hinstellen, deinen Ellenbogen oder deine Arme, die werden in 90 Grad gebracht. Und als erstes solltest du bewusst deine Schulterblätter zusammenziehen nach hinten, um diesen Bereich zu öffnen. Ellenbogen bleiben an der Wand platziert, deine Füße bleiben zusammengestellt und du lässt deinen Rumpf Richtung Wand neigen und deine Arme werden dir jetzt den Widerstand geben, so dass sie die Eröffnung noch verstärken. Ungefähr so soll das aussehen. Du stellst sie zu einer Ecke hin, so weit nah, bis deine Ellenbogen an der Wand rankommen, deine Hände sind auch Richtung Wand gerichtet, deine Beine sind durchgestreckt, hüftbreit auseinander. Und dann lässt du deinen Rumpf nach vorne Richtung Wand bewegen. Komm wie ein Brett nach vorne und nicht in Hohlkreuz. Lass deinen Rumpf nach vorne, zieh die Schulterblätter zusammen nach hinten. Lass in diese Position reinfallen. Bleib hier für 3 Sekunden und nehme dann deinen Rumpf von der Wand wieder weg. Und dann wiederholst du das Ganze. Erst ein Doppelkinn, den Nacken leicht nach hinten bringen, Ellenbogen an der Wand in 90 Grad, langsam den Rumpf vorwärts bewegen lassen, Richtung Wand, kurz in der Position bleiben für 3 Sekunden und dann bewusst den Rumpf von der Wand wieder zu entfernen. Und diese Übung ist es wichtig, dass du auch die 3 Sekunden hier vorne hältst, um dann wieder nach hinten zu gehen. Ebenfalls hier sollten es mindestens 3 Serien werden von 12 Wiederholungen. Wenn du gerade mit einschießenden Schmerzen vom Nacken Richtung Arm zu tun hast, probiere diese Übungen aus. Du solltest sie mindestens 3-mal in der Woche durchführen und wie gesagt jeweils 2 bis 3 Serien mit der angegebenen Wiederholungen durchführen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!